bist und bliebst im Mingasil, Victoria Mihai. Momentan läuft alles sehr zäh und schleppend für uns. Also wir haben, denke ich mir, sehr gut begonnen. Wir haben uns sehr gut eingestellt haben, obwohl dass wir ein bisschen rätseln müssen, wie jetzt heute Magdeburg heute spielen würde, durch den Trainerwechsel. Aber ich glaube, wir waren sehr gut dabei und haben die besseren Chancen gehabt, so wie letzte Zeit oft der Fall ist. Und dann aus dem Nichts, also buchstäblich aus dem Nichts, kassierst du das, was heißt Nichts, das ist ja Ecke, abgewehrt, Nachflanke. Und dann fällt das 1-0 und natürlich bei diesen Temperatur hat Magdeburg etwas leichter. Die haben das System umgestellt, uns besseren Zugriff zu haben und das war tatsächlich so. Die haben ein bisschen mehr Zugriff gehabt, aber nichtsdestotrotz glaube ich auch zweite Halbzeit. Die Mannschaft ist ja dran geblieben, wir haben weiter unser Fußball gespielt. Was wir nicht geschafft haben heute, ist ja diese gefährlich vom Tor zu kommen, vom letzten Dritte, vor allen Dingen im Strafraum. Weil wir haben eigentlich gut gespielt bis zum 16-Meter-Raum, aber dann fehlte mir diese Endzone, dass wir zum Abschluss kommen. Und auch mal flanken, aber flanken nicht im Rückraum, sondern direkt vom Tor, so wie kurz vor Schluss Benny Kire eine Situation hatte. Ja, und nichtsdestotrotz, wir haben genug Chancen gehabt, Ausgleichstreffer zu erzielen. Und momentan läuft für uns, wie ich schon sagte, nicht so ganz rund. Aber ich weiß nur eins, dass die Einstellung stimmt und dass die Mannschaft kämpft. Und wir werden am Dienstag gegen 1860 nichts anderes machen. Wir werden alles dran setzen, das Spiel zu gewinnen und auch die nötigen 3 Punkte zu holen. Und das ist für mich das Einzige, was jetzt momentan zählt. Das Spiel heute muss ich schnell abhaken. Wir haben nicht so viel Zeit. Ich habe immer gesagt, wir haben mehr Spiele als Trainingseinheiten. Leider Gottes wieder unheimlich viel Aufwand getrieben, wieder leere Hände. Aber irgendwann werden wir uns belohnen. Und ich finde es sehr, sehr schade. Ich bin der Meinung und ich bin gerade in der Kabine gewesen, habe ich jeder Spieler auch Hand gegeben und gesagt, dass wir weitermachen. Das ist das Einzige, was für mich zählt. Ich habe gedacht, das ist Abseits, deswegen die Aufregung. Aber ich sage es Ihnen auch ehrlich, wenn man gegen Abstieg spielt und sich ein bisschen über eine oder andere Situation aufregt, ohne jemanden zu beleidigen und dann, wenn man Emotionen zeigt und sofort mit gelber Karte gehandelt wird, dann verstehe ich das auch nicht. Also ich bin der Meinung, ein guter Schiedsrichter würde zu mir kommen und sagen, Herr Dotschew, nächstes Mal, wenn Sie gelbe Karte kriegen, dann weiß ich Bescheid, dann bin ich vorgewandt, dann kann ich mich zurückziehen. Ich weiß, das ist jetzt das, was ich sage, das mögen die Leute nicht so hören, aber es ist für mich so, ich spiele gegen Abstieg, es geht um sehr viel und dass ich Emotionen sage, mich auch, ich habe niemanden beleidigt, niemanden. Und dann kommt der Schiedsrichter und sagt mir direkt die gelbe Karte. Es tut mir leid. Also habe ich andere Auffassung. Du bist und bliebst im Mingasil, Victoria.